Wir werden immer wieder per Nachricht auf Instagram, Facebook oder wo auch immer gefragt, was benutzt ihr eigentlich für Equipment? Und tatsächlich kommen wir nicht immer dazu, allen darauf zu antworten. Und wir benutzen natürlich extrem viel Equipment und deswegen ist es auch nicht so einfach, jetzt für alles erstmal einen Blogbericht zu schreiben. Und das machen wir auch immer nur nach und nach. Und deswegen haben wir beide uns überlegt, wir gründen eine kleine neue Rubrik, die heißt Hunter vs. Gear. Das heißt, wir werden ab und zu YouTube-Videos hochladen, wo wir so, keine Ahnung, 3 bis 5 Produkte einfach mal vorstellen, die am meisten gefragt werden. Nur versteht das jetzt bitte nicht falsch, dass wir hier großartig Werbung machen wollen, sondern es interessiert wirklich allerhand Leute und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Genau. Und wir sind gerade im Revier, wir haben mit unseren Kameramännern, kannst du ja eben mal zeigen, JP und Masi, haben wir heute 2 Hochsitze gebaut, beziehungsweise 1,5. Wir haben gerade 30 Grad, wir machen Mittagspause und deswegen drehen wir das jetzt mal eben fix ab. Genau. Es ist auch so, dass die Geräte, die wir benutzen, klar haben wir viele Hauptgeräte, die wir jeden Tag benutzen, aber ihr seht, ich stehe auch gerade hier in Badehose. Wir können nicht jeden kleinen Artikel vorstellen, den wir mal benutzen. Es ist so, dass wir gerade bei 30 Grad, ziehe ich mich hier keine Jagdhose an, sondern einfach mal eine Badehose und springe danach in den See, das ist recht entspannt. Aber es geht darum, dass wir halt euch zeigen wollen, welche Geräte benutzen wir, wenn wir halt zur Jagd gehen, in Gro der Zeit. Genau. Und wir arbeiten das jetzt einfach mal ab, was am meisten gefragt wird. Und was in letzter Zeit super oft gefragt wird, ist, was habt ihr für einen Jagdrucksack? Und eigentlich meinen damit alle, diesen Rucksack, den habe ich von AKH bekommen. Den gibt es bei AKH im Shop. Super, super gut aussehender Rucksack. Also er ist natürlich erstmal super praktisch, also er hat 6 oder 7 Taschen. Ist wirklich ziemlich geräumig, also ausreichend für einen Jagdrucksack, trägt sich bequem und ist halt optisch echt ein Sahne-Rucksack, also sieht man selten, also der sieht klasse aus. Den benutze ich auch immer, wenn wir von zu Hause zur Uni fahren. Jo, den benutze ich auch in der Uni. Die nächste Sache, was super oft gefragt wird, ist, Hunter Brothers, was habt ihr für ein Fernglas? Und, oh, jetzt sehe ich gerade, habe ich hier das Falsche rausgekramt. Das kannst du mir eben vorstellen, Jeroen. Ja, das ist das Swarovski EL 8,5x42. Das ist ein super leichtes Pirschglas. Ist bei uns inzwischen weniger in Benutzung, weil, und das sucht Paul gerade raus, wir benutzen momentan mehr das E-Range. Also das gleiche Glas, aber mit Entfernungsmesser. Ja, und statt 8,5 hat es eine 8-fache Vergrößerung, aber das ist halt ein traumhaftes Glas. Also ihr seht schon, es ist nicht gerade sauber, weil es bei uns echt viel in der Benutzung ist, aber mit dem Entfernungsmesser hast du wirklich innerhalb von Sekunden alles abgemessen. Also ich glaube, es geht bis 1000 Meter. Ja. Es ist super genau, es ist super einfach, es ist natürlich auch super teuer. Ne? Also es kostet 2.500 Euro im Dreh. Ich denke mal, gebraucht, wenn man sich umhört, kriegt man es auch günstiger. Aber ist natürlich eine Stange Geld, aber ist absolutes Topglas. Besser geht es eigentlich nicht, oder? Ja, und benutzen wir halt auch bei Nacht. Also es ist nicht so, dass wir da nachts mit einem 56er rumrennen, sondern die 42er reichen uns in der Regel auch. Ja, weil wir halt bei guten Lichtverhältnissen zur Jagd gehen, also ab Halbmond aufwärts. Ja. So, die packe ich mal wieder ein. Ihr wisst ja, wir sind nicht diejenigen, die bei erster Sichel des Mondes draußen sitzen und jetzt auf irgendwelche schwarzen Klumpen da draußen schießen. Und jetzt, also wir haben jetzt Juli und was ganz interessant ist, wir durften auf AIVA, haben wir das Marketing von Eigel kennengelernt und die waren ganz begeistert von uns und unserer Arbeit. Ja. Und da konnten wir so ein bisschen so einen kleinen Deal aushandeln. Und der sieht jetzt so aus, dass, also Gerold und ich, wir haben beide schon 2 Paar Gummistiefel von Eigel, schon seit Jahren. Und wir haben es jetzt hinbekommen, für unsere Kameramänner auch welche zu bekommen. Und jetzt kommt einfach mal nach vorne, als erstes Masi. Masi, unser Top-Kameramann, der eigentlich immer dabei ist, wenn es geht. Bitteschön. Dankeschön, Paul. Wäre top, wenn du die mal anprobieren könntest. Jetzt. Jo. Natürlich keine Socken an oder nur schmutzige Socken. Ja. Auf jeden Fall, also das sind, wir haben mehrere verschiedene Sorten von Gummistiefeln. Gerold hat welche richtig schön mit so einer Art Lammfell für den Winter. Ja, mit so einem Kunstfell-Inlay. Und was wirklich auffällig ist, also wir sind quasi in Gummistiefeln aufgewachsen, haben etliche Paare ausprobiert und wir haben immer wieder die Probleme gehabt, dass wenn wir durch den Wald laufen, sticht mal irgendwie ein Kiefernast oder irgendwas durch das Gummi. Und tatsächlich, ich habe jetzt meine Gummistiefel seit 2 Jahren und mit diesen hatte ich diese Probleme nie. JP. Noch dazu sind sie super warm, leicht.
Und das sind deine. Dankeschön. Bitteschön. Das Modell, was wir jetzt hier geschickt bekommen haben, das sind also sehr leichte Sommerstiefel. Nicht so sehr dick, aber also ich vermute mal, dass man die auch gut im Winter tragen kann, ja. Weil zieht man einfach ein paar Socken mehr an. Und jetzt noch unser letzter Kameramann. Jetzt müsst ihr eben mal die Kamera tauschen. Ja, Erik, freut mich, dass ich dir jetzt mal ein paar neue Gummistiefel geben darf. Dankeschön, Paul. Probier sie am besten auch gleich mal an. Top. Passen. High-end. Genial. High-end. So, dann würde ich die Kamera nochmal nehmen. Haben wir denn hier noch was zum Produkt? Also Aigle ist natürlich aus Frankreich, das wissen ja die meisten. Wie heißt der Stiefel genau? Parcours Touva Bronze. Sieht jetzt für mich eher grün aus, aber auf jeden Fall optisch ein hübsch schöner Stiefel. Mit Laschi hier zum Engerstellen. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt, also nicht das Modell, aber wir haben schon Eigelstiefel ziemlich lange und die halten immer so mindestens zwei gute Saisons. Ja. Und die sind halt bei uns wirklich sehr im Gebrauch. Erik. Echt perfekt für den Sommer, ne? Ja. Also meine anderen sind schön leicht. Ja, so sollen sie auch sein, ne? Ja, top. Gut, dann haben jetzt endlich alle ihre Stiefel. JP, an der Stelle nochmal einen großen Dank an Aigle für die freundliche Unterstützung. So können wir halt mal unseren Helfern eine Freude machen, was super cool ist. Und so, das war jetzt quasi der erste Teil von Hunter Bros. Gear. Ich denke mal so in einem Monat oder so kommt vielleicht nochmal der nächste Teil. Vielleicht stellen wir dann mal unseren Camcorder vor, unsere Spiegelreflexkamera. Also wir werden fast täglich angeschrieben auf irgendwelche Produkte, die wir benutzen. Meistens gar nicht die, die wir viel zeigen. Also zum Beispiel unsere Kamera. Dann schreiben etliche Leute an Jungs, welche Kamera benutzt ihr zum Film? Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass unsere Filme so qualitativ so Bombe sind. Das liegt allerdings mehr an uns als an der Kamera. Aber die Leute interessiert es einfach und deshalb werden wir es euch irgendwann mal erklären, was wir da benutzen und wie wir es benutzen. Genau, bald gibt es auch, habe ich gehört, starten in Österreich mal wieder neue Waffen. Oh. Und die werden wir euch dann natürlich sofort vorstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Outtakes. Der Allergieboy. Gerold, magst du mir einmal angucken? So, jetzt komm. Maul.